Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Die Modern Warfare MP5 hat einen Stealth-Buff bekommen. Keiner weiß genau wann. Ist ja letztendlich eigentlich auch egal wann, aber auf jeden Fall ist sie jetzt endlich wieder Meta. Aber das nur mit einem bestimmten Aufsatz. Bevor wir aber zu den Time-to-Kill-Vergleichen und zum Klassen-Setup kommen, schauen wir uns erstmal ein richtig leckeres Gameplay an mit 39 Kills. Direkt heute erspielt mit der Modern Warfare MP5 und es ging so unglaublich ab. Chris und Moas hatten auch gleichzeitig 35 Kills bei. Das war also eine absolut gestörte Runde. Deswegen jetzt erstmal viel Spaß mit der geisteskranken Runde. Ich muss euch mal was fragen. Ich bin jetzt mit GOT fast durch. Ich hab's noch nie gesehen. Soll ich eher Vikings anfangen oder den Good Doctor? Wo ist eine Red Door? Eine Red Door ist bei Lena, bei Hospital. Ich geh zu Lena. Sollen wir zusammen durchgehen? Lass zusammen Hand in Hand. Einer knockt. Dann rauf noch. Erinnerst du dich an mich? Dann noch der eine. Brauche Aufklärung an meiner Position. Er ist runtergefallen. Ja. Nein, wer ist er denn? Ach, der ist ohne Parat. Das sind 15 Kills! Nein. Ich höre gar nichts wegen dem Subsack. Nein. 10. Brauche Aufklärung an meiner Position. Was zur Hölle? Es brennt alles. Ja. Soll ich Orbi direkt? Oh, l'enculé. Verrasch. Nein, nein. Ja, was kostet denn? Das hat 20. Boah, die sucht 20 Kilo. Ich hab wirklich perfekte Advanced, Kill Advanced UAV. Ja. Nein. Haben wir einen oder was? Ja. Ja, Lena. Lena, mach sie an. Die Advance. Bitte. Ja, wir sind da. Lena ist gleich von mir. Lena? Mach grad Headbang. Was? Mach bitte die Advance UAV an, wenn du einen hast. Was? Bin nicht da mehr. Putain. Hä? Lena! Ja, danke. Alter. Wohnen einfach verarscht. Ja, ich hab grad die Schrackmusik gehabt, deswegen hab ich auch viel gehört. Sorry. Pussy. Alter, hab ich die geknallt! Was ist er denn? You're really skilled off, mate. Danke dir. Kranke Lobby, ne? Also ich will es nicht jinxen oder so, aber das ist komplett krank. 25 Kills. Bro, wer ist er denn? Ich hoffe, dass mein Totenschirm nicht verbuggt ist. Das Ding ist so langsam, können jetzt aber nicht mehr nur noch Loot leben. Hm? Nein! Nein! Du den Ping wegmachen, nein! Ey, mich perfekt ab! Oh Gott, oh Gott, du hast den Ball weg. Und der kann immer noch da oben Stadium, bleiben. Stadium, Stadium. Sind auch ohne ich baue Muni, hat jemand da Muni? Shitbreak, oh. Nein, oh mein Gott. Wer bist du denn? Warte, ich endlich ab. Gute Schilder, er hat sehr, sehr gute Schilder. Ja, ich bin nochmal. Er ist live, Mark, er ist noch. Absolut. Den kriege ich da vorne, Bert. Ja, ich krieg ihn auch. Nein. Was zur Hölle passiert? Was ein geiles Kerl. Aber das hat ja so Spaß gemacht gerade. Nein, das Objekt zu dir läuft! Ich kann noch vor dir machen. Zwei Kills noch. Da kommst du wieder. Das sind die letzten. Das sind noch zwei. Zwei Einzelne. Ist nur einer hier bei dir. Ja, aber. Ja, dann lass wir die, oder? Ja, dann hol ihn dir. Er ist hier unten. Ja. Warte, ich markiere ihn dir. Ich komme. Ich meine, CV hat schon mit CV geschossen. Ja, ich komme. Such den anderen schon mal. Mit dem Motorrad rein. Nein, links von mir sniped mich einer an. Ja, links sniped. Auf der Bridge, glaube ich. Sein CV kaputt gemacht. Ja, ich hab ihn gleich. Nein, Lena. Lena!
Lena, warum haltest du? Warum tötest du ihn? Das ist doch nicht der letzte gewesen. Ja, aber er braucht er hat beide Kills gebraucht, Lena. Achso. Das heißt, ah, jetzt bei 39. Ich hab, nur den einen verstanden, I'm sorry. RIP 40er Bombe an der Stelle. Falls irgendwelche Leute fragen, die andere Waffe, mit der ich gespielt habe, war die EM2. Falls ihr dazu ein Klassen-Setup sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wie gut ist denn jetzt eigentlich die Time to Kill davon? Um das Ganze mal zu vergleichen, habe ich mir die beiden Meta-SMGs rausgesucht, also die OTS oder wenn man ein bisschen mehr Range haben wollte, die MAC-10. OTS muss ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen, ist ein absolutes Close-Range-Beast, hat die beste Time to Kill auf Close-Range. Das einzige so richtige Problem an der Waffe ist nun mal einfach die Range gewesen. Bis zu 10 Meter wirklich absolut unschlagbar gewesen und wenn man halt eine Waffe mit mehr Range haben wollte, hat man halt die MAC-10 genommen. Jetzt gab es aber allerdings diesen Stealth-Patch, wo die MW-MP5 komplett gestört ist. Und wie gestört sie wirklich ist, schauen wir uns wie gesagt jetzt an. Wir fangen an mit den Extremitäten. Hierbei ist tatsächlich die OTS immer noch am besten, aber danach kommt auch schon direkt die MW-MP5 und die MAC-10 ist mit Abstand weiter nach oben. Wie gesagt, man muss immer vor Augen halten, die OTS ist mit Abstand die beste SMG auf Close Range gewesen. Ich meine, guck dich mal die OTS und die MAC-10 auf Close Range an, das ist wirklich sehr eindeutig. Und die MW-MP5 ist jetzt wie gesagt nach dem Patch auch sehr nah an der OTS dran. Hat vor allem unter anderem auch 1 Meter mehr Range, aber auch keinen dritten Damage-Drop-Off. Also sehr geil Attempt to Kill auf Close Range und trotzdem immer noch mit der MAC-10 am Ende mithaltbar. Obwohl die MAC-10 ja eigentlich die SMG ist, mit der man auch auf Range spielen kann. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem Bauch an. Und auch hier ist die OTS wieder ganz leicht vorne, aber auf Range ist die MW-MP5 sogar die beste von den dreien. Noch dazu ist sie sogar sehr nah an der OTS dran auf Close Range. Ich meine 491 Millisekunden und 526 ist sehr nah dran. Jetzt kommen wir aber zum allerwichtigsten Körperteil, nämlich dem Oberkörper, weil das der größte Bereich ist, wo man am häufigsten hinschießt. Und hierbei hat tatsächlich die MW-MP5 die beste Time to Kill von allen drei SMGs. Natürlich ist es auch hier relativ nah beieinander, aber ihr müsst wie gesagt immer bedenken, die OTS ist mit Abstand die beste SMG auf Close Range gewesen. Aber nach dem Stealth-Patch und mit dem richtigen Aufsatz ist die MW-MP5 auf dem Oberkörper trotzdem immer noch besser. Und es ist ja nicht mal so, dass die MW-MP5 irgendwie auf Range dann kacke ist oder so, nein, sogar da ist sie die beste. Und bis zu 10 Meter ist die OTS wieder ein bisschen besser, aber danach ist die MW-MP5 mit Abstand am besten. Und das ist hier wirklich ein sehr eindeutiger Vorsprung. Also mit anderen Worten zusammengefasst, ist die MW-MP5 auf den Oberkörper und auf dem Kopf absolut gestört. Und das sind ja die beiden Bereiche, wo man eigentlich am häufigsten hinschießt. Aber welche Aufsätze muss man denn jetzt nur drauf spielen, damit die Waffe so gestört ist? Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem allerwichtigsten Aufsatz an, der nämlich die Waffe so geistkrank stark macht. Und dafür müssen wir zum Magazin gehen und nämlich das 30-Schuss 10mm Magazin. Das wurde wie gesagt letztens erst Stealth gepatcht und macht die Waffe jetzt so geisteskrank stark. Ihr habt es ja in den Time-to-Kill-Graphen gesehen. Da stand schon immer, dass es mehr Schaden und mehr Reichweite macht, aber irgendwie hat es noch nie so richtig was gebracht. Es ist natürlich ein Nachteil, dass man nur 30 Schuss drauf machen kann, deswegen ist es eher was für Solo und Duo, aber ihr habt es ja in dem Gameplay sehen können, da habe ich auch Squads gespielt, das ist definitiv dort auch möglich, wenn man zum Beispiel mit einem Wurfmesser spielt. Wenn man nämlich mit Wurfmesser spielt, kann man halt easy die Leute damit finishen, ohne dass man irgendwie Kugeln aufbrauchen muss. Deswegen entweder ist die Waffe perfekt für Solo oder Duo, oder man spielt mit Wurfmesser, was ich auch nur empfehlen kann, um die Leute halt damit dann zu finishen. Trotzdem sind natürlich 30 Schuss nicht so viel, deswegen müssen wir oft nachladen, deswegen gehen wir zu Extra und nehmen dort Fingerfertigkeit mit, um natürlich einfach schneller nachladen zu können. Als nächstes gehen wir zum Lauf und nicht zur Mündung und nehmen dann dort den integrierten Monolith-Schalldämpfer, das ist der zweite Lauf. Warum auch immer, wissen viele Leute gar nicht, dass der integrierte Monolith-Schalldämpferlauf besser ist als der Monolith-Schalldämpfer. Als nächstes gehen wir zum Laser, nehmen dann dort den 5MW-Laser, der ist absolut geil für die MW-Waffen. Damit hast du erstens richtig schnelle Sprint-to-Fire-Time, also du kommst richtig schnell aus dem Sprinten zur Waffe und noch dazu hast du extrem kleines Hipfire und kannst so gut aus der Hüfte schießen. Und normalerweise hat man damals bei der Modern Warfare MP5 einen Unterlauf gespielt, nämlich den Söldner Vordergriff, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir wollen die Waffe auf sehr viel Mobilität spielen, deswegen gehen wir zum Schaft und spielen dann dort den Klapperschaft. Das ist jetzt also die MP5, so wie ich sie gespielt habe und absolut Meta ist. Extrem mobile Waffe, geisteskranke Time to Kill, trotzdem gute Range und es macht auch einfach wieder Spaß, die Modern Warfare MP5 zu spielen. Auf gute alte Zeiten angelehnt. Testet die Waffe auf jeden Fall aus, ich habe heute das erste Mal damit gespielt und direkt 39 Kills gemacht. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, falls ihr auch das Klassen-Setup zu der EM2 sehen wollt. Lasst natürlich auch noch sehr gerne ein kostenloses Abo da, um keinen zukünftigen Warzone-Content mehr zu verpassen. Das war's auch wieder von mir, haut rein.